Ja, wir haben uns mit der Brücke im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme beschäftigt. Und wie das manchmal so ist mit alter Bausubstanz, je mehr wir geprüft haben, umso mehr Schwachstellen sind zutage getreten, bis wir dann irgendwann den Schritt gemacht haben und die Brücke komplett einer Nachrechnung unterzogen haben. Und das war dann letztlich der Anlass für die Erkenntnis, dass die Brücke erneuert werden muss. Wir können die Brücke allerdings noch weiter betreiben. Es gibt Auflagen dafür, die müssen wir erfüllen. Und wenn wir sie erfüllen, können wir noch maximal 10 Jahre die Brücke am Leben erhalten. 2 Jahre davon sind jetzt schon rum. Und die Maßnahmen, die jetzt stattfinden, sind Teil der Auflage. Wir müssen die Brücken verstärken. Da betroffen sind die Träger, die hier direkt über uns zu sehen sind und die gerade bearbeitet werden. Und an den Trägern sind es die Bereiche, einige Meter links und rechts der Pfeiler, das sind die Schwachpunkte an der Brücke. In den nächsten Bauabschnitten ab nächster Woche werden dann Öffnungen von oben in die Brücke gemacht. Und bei den Querrippen, die man hier sieht, da wird eine Spritzbetonschale ergänzt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Und die Betonierarbeiten, die müssen von oben erfolgen. Dafür muss die Brücke geöffnet werden. Und das ist auch der Grund, warum der Verkehr kurzzeitig gesperrt werden muss. Aber das ist eben der Preis dafür, dass wir die Brücke noch einige Jahre nutzen können, bis dann der Neubau geplant und umgesetzt werden kann. Wir rechnen mal von 6 bis 8 Jahren, die wir mindestens noch brauchen, bis zum Neubau. Genau. Die Planungsleistungen, die sind gerade ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass wir das Projekt starten dürfen. Die Mittel stehen bereit und damit starten wir jetzt.